Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Laberstunde. Ich bin Sam Niert, an meiner Seite ist der. Tobias. Genau, den werdet ihr diese Woche noch, also in der folgenden Woche noch öfter hören, denn wir haben ein kleines Special zusammen aufgenommen, beziehungsweise eigentlich hat er fast alles gemacht und ich lasse nebenbei sinnlose Kommentare laufen. Wie so oft. Ganz genau. Aber mal sehen, ob es euch trotzdem gefällt. Gut, worüber möchte ich heute reden? Diese Woche war mit Zocken nicht so wirklich viel, da ich eigentlich die ganze Woche Besuch hatte. Durch den Guten. Aber es ist trotzdem was Besonderes vorgefallen, nämlich ich war auf einer Hochzeit und er war mein Gast. Und nein, wir sind kein Paar, für die Leute, die das jetzt eventuell denken könnten. Es wird uns häufig unterstellt, aber es ist nicht so. Wobei mir und Hawk, also Christoph, wurde es öfter unterstellt. Ja, gut, mir und Mark ist auch schon mehrere Male. Okay, Das wäre eine seltsame Beziehung. davon mal ganz abgesehen. Gut, ich und Fassen wir es Markus. mal kurz zusammen. Es war eine ehemalige Kollegin von mir, eine relativ gute Freundin, die auch unter anderem unser Logo entworfen hat, also das von Neon Cliff. Und ihrem Freund, und wir wissen immer noch nicht, wer von beiden die Frau ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, also zu sagen, wer jetzt da wirklich femininer bzw. maskuliner wirkt, ist nicht so schwer vielleicht zu bestimmen. Für Außenstehende. Auch für Innenstehende nicht. Ja, das ist immer ganz schwierig. Und sagen wir es so, das Schöne in Anführungsstrichen war erstmal die ursprüngliche Platzauswahl von uns beiden. Wir saßen ein bisschen, tja, abgeschoben, so 5 Meter von allem, was ich überhaupt irgendwie kannte dort. Und es war erstmal peinliches Schweigen die erste Ich Stunde. glaube, irgendwie sollte eine Strafe sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie hat einfach bloß keinen anderen Platz gefunden. Na gut, aber. Aber das konnten wir dann eigenmächtig ändern und sie ist nicht durchgedreht. Das war schon mal sehr Na praktisch. top. Und da haben wir uns dann gefreut. Und der restliche Abend verlief dann eigentlich ganz gut, von ein, zwei Sachen mal abgesehen. Also sagen wir es so, die Gesellschaft war spitze. Ja, wir waren in der Gegenwart von vier reizenden jungen Damen. Wenn wir sie hervorragend hatten halten können, das war eigentlich so das Highlight des Abends. Und zwei ehemalige männliche Kollegen von mir, die viel Scheiße gelabert haben, aber es war sehr lustig. Ja, die arbeiten den gleichen Beruf wie wir. Mein Gott, dieser Beruf erzeugt nur Bestien, ich weiß nicht. Ich weiß. Genau, und tja, dann kommen wir mal zu dem kleinen. Also das Essen war okay, nichts Besonderes, aber okay. Ja, es ging durch, Ja, sagen wir ging so. durch. Eine stabile Aber Drei. es gab einen ganz üblen Punkt. Du weißt, welchen ich nicht meine. Das Kind, das mich erfolgt aufs Klo. Ach so, nee, das Eselskind, das ist noch eine andere Geschichte. Das war so das Sahnehäubchen, wenn man ehrlich ist. Mein Sahnehäubchen, Wir ja. hatten ein Kind, das hatte so ein Gebiss wie ein Esel und das hat während den meisten Ansprachen gerülpst, sich schlecht benommen und ja, und Tobias hat etwas Fieses damit vor, was wir jetzt leider nicht aufgrund der Jugendfreigabe weiter. Obwohl doch, erzähl es einfach. Welchen logischen Grund gibt es, einen erwachsenen Mann auf dem Klo zu verfolgen? Ganz ehrlich. Ja, das ist eine etwas irritierende Geschichte, die damit endete, dass ich das dringende Bedürfnis verspürte, diesem Kind auf den Kopf zu kacken. Ich muss sagen, ja, lacht nicht, ist aber wirklich so. Ich hatte dieses Bedürfnis bis dahin noch nie so wahrgenommen, aber es kam mir urplötzlich. Es ist mir gefolgt und klopfte an die Tür der Toilettenkabine mit der Begründung: Wo bist du? Bist du da Ja, bist drin? du da drin? Was machst du da? Ja, was macht man wohl in einer Toilettenkabine? Na gut, und wie gesagt, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben das Bedürfnis verspürt, hier mal vom Kopf zu kacken. Das habe ich in der Form nicht gesehen. Hier war's. Du hast die Hose doch schon unten. So schlimm war's Ja, doch gar nicht ich war in sein. einem inneren Monolog mit mir selbst. Kennt ihr das so aus alten Comics, bzw. aus alten Filmen, wenn so ein kleiner Engel und so ein kleiner Teufel aufkreuzen? Ja, da kam halt eben so ein kleiner Teufel hoch und ach komm, Mann, du willst es doch, du hast die Hosen schon unten. Ja, und der kleine Engel meinte, nein, 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 das gehört in die Schüssel und irgendwo anders hin. Also, ich wurde echt in einen inneren Widerspruch gefangen. Es war sehr, sehr irritierend. Aber das war eigentlich bloß so die Krönung, die ich abbekommen habe. Genau, denn ansonsten hatten wir noch einen wundervollen DJ, Oh Gott. den Bruder der Braut, den einen. Ich glaube, hätte es der andere Bruder gemacht, wäre es okay gegangen. Oder hat das einfach ein Computerprogramm gemacht, das völlig willkürlich irgendwie YouTube was abspielt? Ja, also sagen wir es so. Ich kann soweit das Argument nachvollziehen, der musste ja alle Altersklassen abdecken, da ja auch die Eltern und so weiter anwesend waren. Das war aber nicht Es die sollte Lösung. auch tanzbar sein, aber Technoschlager, den größten der Zeit zu senden, ab und zu mal verdrängt durch sowas wie die Atzen? Hallo? Natürlich die Klassiker, die auf keiner Hochzeit fehlen durften. Also er gehört zu mir, war dabei gewesen. Die Alice. Alice, ja, Griechischer Wein. Richard Mann lief auch. Griechischer Wein lief auch, ja, Oh definitiv. Gott, ich hab's ignoriert. Ja, wir kennen sie alle, dann Kling Klang von Keimzeit, wobei das noch okay war. Ja. Ja, also wer schon auf Hochzeit war, der weiß ungefähr, was Hochzeit so läuft. Oder wie man laufen muss, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Ich glaube, er ist ein ganz seltsames kulturelles Phänomen, dass man gerade diese Songs immer spielen muss. Ja, das.
Ich glaube, man sollte es einfach lassen. Ja, mach doch mal die Anlage aus. Genau. Gut, das soll aber auch das bis jetzt gewesen sein erstmal. Das reicht so als Zusammenfassung. Aber an und für sich war es trotzdem die beste Hochzeit, auf der ich bis jetzt war. Definitiv, bei mir auch. Ja, gut. Und dann habe ich jetzt innerhalb dieser Woche mit Tobias, ich glaube, 7 oder 8 Filme gesehen, die ich noch nicht kannte. Und nur ein Bruchteil davon war wirklich gut. Nur ein Bruchteil davon war gut. Fangen wir erstmal mit dem Kino an, würde ich sagen. Ja, na, Kino das, war ne, schon in einer guten Region. Genau, wir waren in 2 Filmen hintereinander. Das habe ich ja schon mal mit, das habe ich ja schon öfter mal gemacht. Und wir waren in RIPD. Und wer Ryan Reynolds Filme kennt, weiß, dass das nie gut geht. Aber immer amüsant ist. Ich habe noch keinen unlustigen Ryan Reynolds Film gesehen, wenn ich ehrlich bin. Was muss man sagen? Also RIPD ist quasi wie Man in Black, bloß im Fantasy. Letzten Endes kann man sagen. Ja, so mit Buffy gemischt. Und ich muss jetzt mal kurz hier Pause machen. Ah, okay, es geht weiter. Ja, ich habe das noch nie mit Pause in der Aufnahme gemacht. Entschuldigung. Genau, wie gesagt, ich habe noch nie einen unlustigen Ryan Reynolds Film gesehen. Und es war Men in Black gemischt mit Buffy eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, und vielen Western-Klischees. Und vielen Western-Klischees aufgrund des... Hieß er? Roy hieß er. Ich meine, der Schauspieler. Jeff Bridges, der dort... So einen veralteten Cowboy, Macho-Cowboy spielt, das war... Ein US-Marshal. War schräg. Die Szenen aus dem Trailer kennen wahrscheinlich die meisten, wo sie halt, wie sie für die Menschen sichtbar sind, die beiden toten Gesetzeshüter, der alte Chinese, der übrigens super war, Opa Cheng. Opa Cheng ist klasse. Und diese Pin-Up-Blondine, die besten Tage hinter sich hat, wenn ich ehrlich bin, so wie sie aussah. Ja. Aber alle haben sich nach ihm gedreht, es hat sehr witzige Momente gegeben. Also generell, ich fand den... Amüsant. Definitiv. Und wir erfahren Amüsant. Auch so das Geheimnis, auf wie mega der Heimverwendungszweck von indischen Essen, was eine der besten und ekligsten Szenen im Film ist. Du musst ein Kreuzgewehr liegen. Machst du kein Indisch? Oh, super. Super, diese Szene ist so widerlich, aber bleibt hängen. Die bleibt absolut hängen. Ansonsten, ja, wie gesagt, guck mal, ob man eine 2D-Vorstellung kriegt, weil die 3D-Vorstellung ist halt verdammt teuer. Oder guckt ihn euch irgendwann auf DVD an. Das 3D ist zwar okay, ja, aber ist jetzt nicht unbedingt nötig. Es ist nicht wie ein Pacific Rim, wo ich gesagt habe, der 3D-Effekt ist wirklich so super, dass du da reingehen könnt. Ja, sagen wir so, also der hohe Preis rechtfertigt ihre 3D-Effekte, die wir gesehen haben, nicht wirklich. Ja, das ist ein bisschen schade. Und dann waren wir noch, es war letztendlich so eine Männerabend-Vorstellung, aber irgendwie haben wir dieses Männerabend-Angebot gar nicht genutzt und wir waren in Red 2. Der war so noch besser. Red 2 war spitze und ich dann damit mit... Ja, naja, ist halt normal für Comic-Verfilmung. Was? Red ist doch keine Comic-Verfilmung. Na klar ist das eine DC-Comic-Verfilmung. Das ist kein Comic, das ist kein Quatsch. Ganz genau. Dann lief das Intro an. DC Comics. Jede Überblendung geschah in Comic-Szenen. Immer und immer wieder. Die Zeitlupe-Effekte waren auch total Comic-typisch, wenn ich mal ehrlich bin. Aber nein, das ist keine Comic-Verfilmung. Das sind bloß Indizien, noch lange kein Beweis. Genau, nee, war spitze. Schade, dass morgen früh nicht mehr dabei ist, weil die Rolle tot ist. Aber... Es hat's gut ausgeglichen. Mit dabei ist jetzt dafür auch Anthony Hopkins als Gegenspieler letzten Endes. Genau. Und Byung-Hung Lee hieß Byung-Hung Lee, ja, als Teenager Auftragskiller. Wer als Source Devil gesehen hat, war der Polizist dort, der sich gerecht hat. Ein Bild von einem Mann, eigentlich eine so harte Sau. Ja. Was er alles getötet hat letzten Endes. Ja, also die Möglichkeiten der Haushaltsgegenstände zum Töten von Menschen sind unglaublich. Also er muss die Schule von Jackie Chan besucht haben und Jet Li gleichzeitig. Und Bruce Lee. Ja. Mhm. Es war echt brutal, wie viele Leute er in diesem Film zusammengeschlagen hat. Aber spitze. Einziger Wermutstropfen ist, man hat ein Schwein gesehen, aber niemand hat eine Waffe rausgezogen. Ja, also das Schwein wurde ich eingesetzt, das war ein bisschen enttäuschend, aber das ist wirklich aber auf hohem Niveau. Ja. Das war alles super. Die Russenmann-Klasse Sarah war wie absolut liebenswert. Ja, also richtig, richtig schön. Helen Mirren hat wieder Helen Mirren ist bloß einen relativ kurzen Film zu sehen, hat aber dafür umso stärkere Szenen. Also wieder super. Ja, also kann ich nur empfehlen. Wer den ersten Teil mochte, würde den zweiten Teil lieben, denke ich. Also ich wüsste jetzt keinen Grund, warum man sich über den zweiten beschweren sollte. Nö, nicht wirklich. Genau. Einzige, die ein bisschen erfällt, ist Kerstin Tita Jones als Russen-Uschi, die wieder aufkreuzt. Das war jetzt nicht so klasse, aber es geht auch noch durch. Ja, es war völlig okay. Gut, dann, ich würde sagen, den schlimmsten heben wir uns für den Schluss auf, oder? Okay, welches ist der schlimmste? Ah, ich weiß, welches der schlimmste ist, aber der zweitschlimmste kommt dann davor. Ja, ja. Arbeiten wir uns langsam vor. Ich habe jetzt erstmal 3 der Stopp-Langsam-Filme gesehen, nämlich den ersten, den dritten und den vierten. Sagen wir es so, ich bin halt, wie gesagt, nicht so der Klischee-Action-Fan. Ich brauche immer so einen bestimmten Ansatz drin in solchen Filmen. Ich weiß, den kann ich selber nicht beschreiben. Manchmal gefällt mir so ein Film halt und manchmal gefällt er mir nicht. Shoot 'em Up gefällt mir zum Beispiel unglaublich gut. Weil er übertrieben ist. Weil er total übertrieben ist. Aber sämtliche Michael Bay-Filme sind mir zu doof, obwohl sie so übertrieben sind. Ich weiß nicht. Es ist halt immer so eine Grenze bei mir. Ich kann mir nicht helfen.
Und sagen wir, der erste Stirb langsam war, okay, für die damalige Zeit wahrscheinlich ziemlich hart, aber der war jetzt nicht so was, wo ich gesagt habe, oh ja, den muss man sich unbedingt doch mal ansehen. Wäre das für das Action-Genre, wenn man es eben mag. Prägend, also das war halt wieder so eine wegweisende Geschichte und dadurch finde ich es okay. Ja, das war ein Film Meilenstein, also wie halt eben vor ein paar Jahren Matrix, also ungefähr kann man sich vorstellen. Genau, dadurch finde ich es halt wirklich in Ordnung, aber es war jetzt halt nicht sowas, wo ich gesagt habe, boah, ja, das ist Bruce Willis, und dann ist meiner Meinung nach Bruce Willis in seiner zweitschlechtesten Rolle, die ich letztes Jahr gesehen habe, weil Planet Terror, das kann man nicht unterbieten. Das ist der Mini-Auftritt dort, der doch wahnsinnig schlecht ist. Das geht nicht. Der dritte wird durch Samuel Jackson unglaublich aufgewertet. Massiv aufgewertet und die ganzen. Massiv aufgewertet. Ja. Vielen kleinen Rassenwitze, fast kleinen, die vielen offensichtlichen Rassenwitze, die in einem Film unterkommen. Von einem Schwarzen, das ist echt gut. Ja, ein schwarzer Rassist. Das war spitze. Und der vierte, den hat eigentlich auch eher der Nebencharakter aufgewertet in meinen Augen. Und die Tochter. Die beiden Nebencharaktere letzten Endes. Ein paar von den Aktionen, die waren einfach super. Aber die, lustigerweise wären sie alle möglich gewesen, aber nur mit sehr viel Glück, Laborbedingungen und niemals in der Reihenfolge und Anzahl. Und es gab halt eben auch wirklich immer denkwürdige Sprüche. Natürlich mein Liebling. Mein Gott, du hast einen Hubschrauber mit einem Auto von mir geholt. Ja, ich hatte keine Munition mehr. Also das ist halt einfach hängen. Du hast dir in die Schulter geschossen. Ja, ich dachte, das ist eine gute Idee. Boah. Ganz, ganz kurzer, als wir gerade den dritten angeguckt haben, ich war total irritiert am Anfang. Weil sie haben den Synchronsprecher gewechselt und ich habe die ganze Zeit erstmal, weil ich nicht genau hingeguckt habe, weil ich gerade was zu essen gemacht habe, ich dachte die ganze Zeit, John McClane redet nicht. Ich dachte, wieso labern die ihn alle dicht und der sagt nichts, der Typ ist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Nein, er hat die Stimme von John Travolta bekommen, was mich total irritiert hat. Ach nee, wenn du John Travolta dabei die ganze Zeit vor Augen hast, ist dieser Film ein bisschen schräg. Naja, es relativiert Samuel Jackson Präsenz. Ganz genau, der reicht eigentlich als Hauptgrund. Dann machen wir gleich mal mit Samuel Jackson weiter. Fresh, ja. Samuel Jackson wieder nur in einer Nebenrolle, dafür in einer super Nebenrolle. Also vielleicht eine der besten Darstellungen, wenn ich ehrlich bin. Genau. Ich versuche es mal kurz zu beschreiben, aus wie ich ihn verstanden habe. Den erwähne ich auch gleich. Also es ist ein Film über einen jungen Schwarzen in L.A. South Central. Das ist South Central, ja, also das L.A. Elendsviertel sozusagen. Das schlimmste Ghetto quasi. Und dieser Junge wird von Sean Nelson gespielt. Sean Nelson hat danach nie wieder einen Film gedreht, so wie was bis jetzt gesehen haben. Ganz recht. Und war für seine 12, 13 Jahre echt ein super Schauspieler. Und dieser Junge ist nicht auf den Kopf gefallen. Er geht gerne zur Schule, er will auch zur Schule, aber er arbeitet mit Drogenbossen zusammen. Ja, also er ist sowohl Kurier als auch Dealer, er ist beides. Genau. Und es ist alles sehr, sehr glaubwürdig, sehr abgesprochen und sehr düster eigentlich, aber man hat auch so ein bisschen durch ein, zwei von den Leuten so einen gewissen Humor drin. Definitiv, ja. Und es wirkt auch sehr, sehr authentisch. Also es ist eben keiner von diesen überzeichneten Gangsterfilmen, die das alles ein bisschen nicht mehr steigern. Er ist glaubhaft. Und das Milieu, was er zeigt, ist so, dass man denkt, aha, oder vielmehr, dass man weiß, es wird sich so zutragen. So oder ähnlich genau. Zumindest. Und es ist einfach eine der coolsten Aktionen, wo man jemanden gegeneinander ausspielt, die ich je gesehen habe. Ja, letzten Endes wird ja übrigens auch das Schachspielen zu einem Kunst erhoben. Ja, der Vater redet übrigens nur um Schachanalogien. Und der Vater wird von Samuel Jackson gespielt und vergleicht alles mit Schach und sagt, er würde jeden Schachmeister im Blitzschach besiegen. Ja. Was man ihm so irgendwie abnimmt. So, ja, da, klein bin ich schon. Also der Vater ist eine stärkste Figur. Neben hat eben Fresh, wie er heißt. Also Michael heißt er eigentlich, Fresh ist sein Spitzname, weil er noch so jung ist. Aber wie gesagt, das ist letzten Endes ein Taktiker, der in diesem Milieu unterwegs ist und nach sozusagen seine Figuren in Position bringt. Für den finalen Schlag, um sein großes Ziel zu erreichen. Was jetzt ist, das sage ich an der Stelle nicht. Genau. Das Einzige, was wir noch erwähnen, ist... Ja. Chucky ist ein Kumpel von Fresh aus der Schule und... Erwähnen, was er drauf hat. Ganz kurz, dazu komme ich. Ich versuche ihn kurz zu beschreiben. Chucky ist hispanische Abstammung, vermutlich aus der Dominikanischen Republik so die Gegend. Und ist ein bisschen großkotzig. Ein klein wenig. Ja, ein klein wenig. Er will seinen Hund unbedingt zu Hundekämpfen anmelden und solche Geschichten. Das geht ja alles noch. Aber dann will Fresh, weil er ein bisschen Rückendeckung braucht, ihm einen Job bei Esteban, dem Drogenboss, der ihm am ehesten zugetan ist, besorgen. Und Chucky kommt dort rein. Und wer ist das? Das ist der Kumpel, den ich vor kurzem erwähnt habe. Und er guckt Esteban an und sagt, ich habe die Dope-Moves voll drauf. Ja, kann die Dope-Moves. Du hast was? Und das ikonischste Zitat mal kurz vorwegzunehmen, es ist unglaublich, dieser Bengel ist so dumm. Hohl. Einfach nur dumm. Bei diesem Auftrag passierte noch etwas, was wir jetzt nicht weiter erwähnen sollen. Und wir haben dann echt gesagt, Alter,
Selbst der Hund von den beiden wird die bessere Wahl gewesen. Mit das ist, Abstand. Das ist ernst gemeint. Also wirklich, wenn ich aber auf einen Ziegelstein ein Gesicht drauf mal und den hinstelle, wäre das ein besserer Wache. Ja, so. Kein Schatz. Der Bengel war dämlich. Einfach nur dämlich. Nicht sympathisch dämlich, einfach nur dämlich. Ja, unglaublich dämlich. Hm. Es ist so schwer, das weiter in Worte zu fassen. Man muss ihn mal erlebt haben. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach beim nächsten Film weiter. Ja. Was haben wir noch? Aber kurz, aber insgesamt würde ich sagen, Fresh ist ein super Film. Ist ein super Film, aber Chucky ist ein ganz großes Problem. Chucky ist ein ganz großes Problem. Ja, machen wir weiter. Machen wir weiter. Was haben wir irgendeinen Vergleich? Ja, Resident Evil. Was? 5, 6, 8 Millionen? Augenblick. Ich hole mal schnell die DVD her. Resident Evil Retribution. Ich glaube, es ist... Dürfte der fünfte sein, ne? Es ist Teil... Ja, fünfte Teil ist das richtig. Also, ja, ich habe mal den ersten gesehen. Das ist auch auf meinem alten Privatkanal. Das ist ein Dreiviertelstunden-Video, wo wir über diesen ersten Teil reden. Ich fand ihn okay, aber nicht gut. Es hat auch wenig mit den Spielen zu tun. Ich bin kein Fan der Spiele, weil ich einfach die Steuerung unglaublich mies finde. Aber das ist ja eine Ansichtssache. Aber ich habe es mir mal als Let's Play bei mir angeguckt, den ersten. Und das ist eine super Atmosphäre. Okay, Handlung für ein Horrorspiel. Ikonische Charaktere, das muss man lassen. Und bei dem fünften habe ich jetzt so gesehen, hey, wir bringen jetzt einfach ein paar von den Charakteren rein und nehmen überall dieses Umbrella-Logo drauf, damit sie uns abnehmen, dass es um die Spieler auch geht. Aber wir machen eigentlich bloß einen billigen Actionfilm mit ganz viel Schlachtszenen und Blut. Und Mila Jovovich. Und natürlich, du weißt, wie ich meine, die Frau, die immer stirbt. Michelle Rodriguez. Ja, also die wird in dem Film so auf die Schlache, dass es einem schwer lustig ist. Also dreimal Minimum war es, was wir mitgekriegt haben. Dreimal Minimum ist Michelle Rodriguez nur in diesem einen Film verreckt. Es geht um Klone. Ja, es geht um Klone, ja. Es sind überall Klone, warum auch immer Klone. Und jetzt mal ganz ehrlich. Und Russenzombies. Dieser Film hatte fast so wenig Handlung wie der, auf den wir noch kommen. Man muss sagen, ich habe mir damals im Kino angeguckt, ja, ich bin zu diesem Film wirklich ins Kino gegangen. Ich schäme mich auch nicht, das zuzugeben. Weil ein Film, der so komplett sinnbefreit ist und so, der so locker mit jeder Art von narrativer Erzählstruktur und Logik umgeht, habe ich selten erlebt. Ich fand ihn echt lustig. Mir tat er weh. Also man konnte über ein paar Szenen lachen, ja, durchaus. Ein paar Aktionen, zum Beispiel, dass der Erschossene wieder aufsteht, noch zwei Schüsse abgibt und dann umfällt. Obwohl er bereits 5 Kugeln in der Brust hat. Obwohl er schon 5 Kugeln in der Brust hat, ja. Aber es ist einfach so dieses... Es war so wenig Handlung, dass ich dachte, der Film läuft erst eine halbe Stunde. Aber er kam einem so lang vor. Das in dieser Kombi habe ich noch nie erlebt. Das kam gleichzeitig lang und kurz vor. Und dann war plötzlich vorbei und ich so... Worauf wollten sie jetzt mit dem Film hinaus? Es hatte gar keine Auswirkungen, außer dass irgendwie, wenn die ja was gespritzt wurde, um den sechsten Teil einzuleiten, der wahrscheinlich nächstes Jahr im Kino ist. Ja, vermutlich. Und man muss auch sagen, es war alles unglaublich wirr, also in dieser unterirdischen Anlage. Ja, wir sind übrigens drin im Umbrella Corporation geheimen Superlabor Nummer 42D, denke ich mal. Ungefähr, ja. Ja, also Umbrella hat ja wirklich an jeder Straßenecke irgendein geheimes Labor. Wahrscheinlich unter jedem Sicherungskasten. Unter jeder Telefonzelle. Unter jeder öffentlichen Toilette. Genau, also Umbrella hat ja überall also die Laboratorien. Wenn man sich ernsthaft fragt, warum gerade dieser Komplex so wichtig ist, wenn es noch ca. 100 andere gibt, die genauso groß sind, mindestens. Ja. Naja, egal. Und da wurden quasi eben die Hauptstädte der Welt mehr oder weniger nachgebaut. Um Viren, Biowaffen zu testen, so haben sie es erklärt. Ja. Was aber insofern Quatsch, eigentlich war es bloß ein Aufhänger für die Kulissen, die tatsächlich gut waren. Die Kulissen waren super, stimmt. Und halt eben für ein paar Schlachtszenen. Mein persönliches Highlight waren allerdings die Rotarmisten-Zombies. Die Hosen-Zombies, die sahen, auch als einzige wirklich nach Zombie aus. Ja, ja. Also es sind ja eigentlich nicht Zombies, sie sind ja Infizierte mit dem T-Virus. Ganz, wenn man es jetzt mal... Ganz marginaler Unterschied. Ja, ist ein ganz marginaler Unterschied von der Erklärung her. Mit einer Viruserklärung kann ich ja sogar leben bei sowas. Aber nee, also die sahen wirklich so nach klassischen Zombies aus. Und das war auch völlig okay eigentlich. Die waren mich überzeugt, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja, hört das? Russen-Zombies sind die besten immer im Film. Ja, das sagt schon viel aus. Okay, springen wir weiter. Denn das war noch nicht der schlechteste Film, den wir die Woche gesehen haben. Wollen wir ihn wirklich besprechen? Jetzt kommt erstmal Snow White and the Huntsman. Oh, wollen wir auch Let Me In noch erwähnen? Let Me In wollen wir auch noch erwähnen? Ach stimmt, Let Me In. Stimmt, dann machen wir erstmal ganz kurz wieder einen guten Film. Wir machen jetzt erstmal einen Sprung nach oben und dann machen wir einen ganz großen Sprung nach unten. Und dann einen unglaublichen Sprung so weit nach unten, dass wir schon fast wieder auf der anderen Seite der Welt rauskommen. Ganz genau. Ja. Erwähnen wir erstmal Let Me In. Let Me In ist ein Vampirfilm ohne Glitzervampire. Mit guten Vampiren. Mit guten Vampiren, mit einem guten Vampir. Okay, eigentlich noch ein zweiter auf, aber den kann ich erwähnen. Ja. Genau, ein Vampirfilm, der sich mal an ein paar von diesen klassischen Legenden hält. Vampire dürfen einen Raum nicht betreten, es sei denn, sie wurden dazu eingeladen zum Beispiel. Und halt, sie dürfen nur nachts raus, weil sonst bei der Tageslicht gehen sie in Flammen auf. Die Gesichter verändern sich, während sie Blut trinken und so weiter.
sehr schön. Und es waren zwei sehr junge Darsteller, nämlich, jetzt muss ich mir mit den Namen helfen. Also erstmal Chloe Grace Moretz, wir kennen sie zum Beispiel aus Kick-Ass. Eine sehr talentierte Jungschauspielerin. Und der andere, der ist Cody Smith McPhee aus The Road. Genau, der einen sehr jungen Außenseiter spielt, der die ganze Zeit so eine bestimmte Kaugummi-Sorte nascht und den Werbeslogan davon singt und der es sehr schwer in der Schule hat, weil er immer verprügelt wird oder gequält wird und seine Mutter ist Alkoholikerin, sein Vater ist nicht da, seine Mutter ist Christin, dann auch noch in Kombination und ja, niemand nimmt ihn ernst und als er sich mal wehrt, wird er nur belangt und die ihn bekannterweise, die jeden fertig machen, die ihn auch mehrfach nachgewiesen fertig gemacht haben, aber nie jemand was gegen ihn genommen hat, das ist völlig egal. Das ist denen vollkommen Wurst. Willkommen in ein System der öffentlichen Schulen. Ja, da dachte ich mir auch so, heilige Scheiße. Nee, das ist okay. Und der lernt halt dieses junge Mädchen kennen, was nebenan einzieht, nur nachts rausgeht, keine Schuhe trägt, der ihm angeblich nie kalt ist, was sehr, sehr intelligent ist, wenn es um Puzzles und solche Sachen geht. Und die ihm gleich als erstes sagt, wir können nicht befreundet sein. Auf die Weise beginne ich auch meistens ein Gespräch. Nee, machst du nicht. Stimmt, ich fange das Gespräch gar nicht erst an. Richtig. Ja. Und ja, letzten Endes, durch Verkettung ungünstiger Umstände, findet er halt etwas über ihren Zustand heraus. Und ja, man weiß teilweise, das war so sehr schön, was du gesagt hast, man weiß bei dem Film teilweise nicht, was für ein Film es ist. Ist es nun ein Horrorfilm, ist es ein Fantasyfilm, ist es eine... Außenseiterdrama, ist es eine Teenie-Love-Geschichte... Auf sehr schöne Weise, nicht diese Klischee-Filme. Ja, man muss wirklich sagen, es gibt da wirklich einige Szenen, wo halt eben doch so diese, also zwischen ihm und ihr entwickelt sich ja was, wo halt eben auch so diese erste, ich sag jetzt mal, unschuldige, frühe Liebe durchkommt. Und die Szenen sind teilweise, ich sag das als Mann, als heterosexueller Mann, sind wirklich so schön teilweise und so auf so eine nette Weise süß, dass man echt vergisst, dass es eigentlich da auch ein Horrorelement in dem Film gibt. Ganz genau. Und deswegen, den Film kann ich echt jedem nur ans Herz legen, der ist wirklich gelungen. Also, oder leiten euch mal aus von mir aus, aber gucken euch mal an, der ist wirklich sehr, sehr schön und man sieht eines der sympathischsten Lächeln von einer Jugenddarstellerin, die ich hier gesehen habe. Definitiv. Und auch die paar Horror-Szenen, die es gab, sind sehr gelungen. Also auch die Bewegungen von ihr als Vampir, die waren jetzt auch eher so animalisch angehaucht. Also es ist sehr gut umgesetzt. Ganz genau. Und wir haben immer noch nicht mal die Hälfte der Handlung dabei erwähnt. Nee. Genau. Also wir wollen nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall Let Me In würden wir beide uneingeschränkt empfehlen. Genau. Gut. Und dann machen wir jetzt den Absturz. Jetzt geht es wirklich komplett bergab. Den ersten, den wollen wir knapp zusammenfassen. Ich mache wieder das, was ich gestern erwähnt habe. Ich erzähle jetzt die guten Sachen. Diese Film auch. Wir reden jetzt über Snow White and the Huntsman. Kirsten Stewart Alarm. Kirsten Stewart Alarm, ganz genau. Jemand hat mir diesen Film empfohlen, weil man die Szenen, wo sie nicht dabei ist, ehrlich gesagt sogar relativ ernst nehmen kann, muss ich zugeben, an manchen Stellen. Oh, Entschuldigung, jetzt war ich kurz hochgekommen. Tut mir leid. Snow White and the Huntsman, die meisten wissen es, Schneewittchen Neudeutung mit, ganz kurz vorweg. Also wie gesagt, ich möchte sagen, was an diesem Film gut ist. Ich fasse die Handlung nicht weiter zusammen, denn sie ist fast nicht vor... Sie ist... minimal vorhanden, also man erkennt diese Schneewittchen-Momente, sie wird rausgejagt, ein Jäger soll sie erledigen, sie trifft die sieben Zwerge, aber dann kommt plötzlich am Ende durch den alten Jugendfreund von der Kinderfreund von ihr eine Schlacht zustande, die Schlacht nennen wir es mal offiziell. Wir fassen ganz kurz den Anfang zusammen. König ist traurig, weil Frau ist tot. Kleines Kind hat guten Freund. Geisterarmee taucht auf, wird zerstört, richtiger, weil es wird eine Frau gefunden, sie heiratet den König. Der König wird getötet beim Sex und sie lässt die richtige Armee rein. Der Kinderfreund flieht, sie schafft es nicht, sie landet im Kerker und sieht am Ende trotzdem immer noch total sauber aus nach über 10 Jahren im Kerker. Ungefähr auch übrigens, der König wird erdolcht, da fragt natürlich auch keiner nach, wie es dazu kam. Aber ja, wieso, wenn die Armee eh schon drin ist, dann ist es ja egal. Ja, es will geben, trotzdem. Genau, und dann die positiven Fakten über Snow White and the Huntsman. Die Wirkung der bösen Königin ist wirklich eigentlich ziemlich gut. Sie ist böse, sie ist eine Magierin, es passt eigentlich relativ gut. Ja, du kriegst drauf, also Charlize Theron ist die böse Königin und wirklich, ja. Macht ihre Sache ziemlich gut. Ist eine gute böse Figur. Genau. Die Schildkröte? Die Schildkröte ist unglaublich toll. Also es sind lustigerweise keine echten Tiere, also die Pferde sind nur animierte Tiere drin, warum auch immer. Sogar die Häschen animiert. Ja, sie haben sogar die Häschen und die Vögel animiert. Und diese Gruselelfen.
Zu denen kommen wir. Ich sage mal, ich will über die Sachen reden, die gut sind. Okay, ja, ja. Und in einem bestimmten sehr, sehr heiligen Waldstück ist eine Schildkröte auch mit bei. Die sah unglaublich genial aus, weil sie überall mit Pflanzen überwuchert war und irgendwas ritt auf ihr noch drauf. Die war toll. Ja, so nach dem da fällt's. Und man muss sagen, die Schildkröte, ich hätte mir echt einen Film mit der vorstellen können. Viel lieber als mit Kristen Stewart. Sie sah charismatisch aus als Kristen Stewart. Bedeutend mehr. Genau. Der Waldgott. Den fand ich eigentlich ganz gut. Ja, dieser riesige Hirsch. Mhm. Dieser riesige Hirsch, der sich dann so ein bisschen an Prinzessin Mononoke erinnert hat, bloß halt ohne dieses Pavian-Gesicht. Ja, ja. Und wie er auch zersprungen ist und so weiter. Die Szene war echt gut gemacht. Mhm. Ich fand die Zwerge in Ordnung. Ja, als ja. Banditentruppe quasi. Und, naja, letzten Endes alle Szenen von Chris Hemsworth von Spitze. Aber das war eigentlich fast nicht anders zu erwarten. Man muss sagen, also Sarah und Hemsworth, also werden den Film noch ein bisschen auf, aber das war es echt. Ja, also er als... Das ist das Problem, er wird wirklich Huntsman genannt. Er hat keinen Namen, er heißt Huntsman. Jägersmann, das haben sie wirklich nicht übersetzt. Jägersmann. Und hat keinen Bogen. Das hat mich total irritiert, ein Jäger ohne Bogen. Aber er kann eine Axt schmeißen. Er kann eine Axt schmeißen und hat überall ein Messer und noch mehr Äxte, er hat alles Mögliche dabei. Manchmal auch Dolche mit Messern. Ja, manchmal Dolche und Messer. Das ist unglaublich, was der da an Waffen dabei hat. Mhm. Als Einziger. Der ist auch der Einzige, der in den ganzen Film einen Rüstzug anzieht. Mhm. Von den, es ist... Es ist so heftig, wie er da durchmarschiert. Das ist richtig, richtig amüsant. Also wer Chris Hemsworth in Action sehen will und ihn sogar mal kurz verlieren sehen will, der kann sich diesen Film durchaus mal angucken, zugegeben. Aber es ist leider, wie gesagt, das einzig Positive, denn ansonsten ja eine sehr, sehr lächerliche Rede. Ich werde lieber heute sterben, als diesen Tod noch länger zu akzeptieren. Ja, das war eine Schlachtrede. Übrigens, mit sowas werden Männer zum Kämpfen animieren. Ich wäre nicht mehr kampftauglich, weil ich am Boden liegen und mich verlangen kriegen würde. Tut mir leid, Leute. Ja. Okay. Ich habe ihn ja auch neben mir gesehen. Wir konnten die letzte Rede nicht verstehen, weil er gelacht hat. Es ging nicht. Es war einfach zu lachhaft. Die Armee besteht aus ungefähr 40 Mann, mit der sie das Schloss stürmen. Alles Reiter, ja. Mhm. Man hat Kristen Stewart, die keinerlei Kampferfahrung hat, in eine Rüstung gesteckt. Sie hat ein Gondor-Schild gehabt, aber wirklich ein Gondor-Schild. Ja, also Gondor mit einem goldenen Baum drauf. Mhm. Ja, es war wirklich das Schild der Gondor-Königsgarde. Ja. Kann nichts anderes. Ich weiß nicht, was das sollte. Jetzt mal ganz ehrlich. Boah, ich hab sie einmal für Gondor. In einer Fantasy-Welt, die katholisch ist. Ja, in einer Fantasy-Welt, die katholisch ist. Also warum auch immer Christenerklärung kam, ich habe es nicht verstanden. Ja, die beten auch Rosenkranz teilweise. Ja. Also, wir haben jetzt auch nichts gegen Katholiken, aber... Es hat nicht reingepasst. Das ist irgendwie eigenartig. Ja. Und sie wurde wirklich Snow White genannt. Und zwar nur von dem Erzähler ganz am Anfang. Mhm. Das war's. Dann wurde sie nie wieder mit Namen angesprochen. Was mir sehr auffiel, also diese Fantasy-Welt, die war, ich muss einfach sagen, klein. Wirklich winzig klein. Die konnten jederzeit überall, egal wo sie waren, gerade sofort eingeholt werden. Ja, sie wurden im Laufe des Films, ich glaube, zwei oder drei Mal eingeholt, ohne weiteres. Und man hatte echt so, also die reiten auch wieder zurück zum Schloss. Also es fehlt wirklich die Darstellung von Größe in dieser Fantasy-Welt. Also so vom Gefühl her würde ich sagen, die waren unterwegs auf dem Rücken von der Schildkröte. Also es war echt eine winzige Fantasy-Welt. Ja. Und das letzte Problem ist, Minimum einmal pro halbe Stunde ist ein Charakter voll scheiße. Und ich meine jetzt nicht schauspielerisch, ich meine wirklich voll scheiße. Das ist aber auch scheiße. Ich meine wirklich, die kriechen durch Abflüsse in Sumpfschlamm, in einem Pferdetrog. Mhm. Irgendwas ist immer. Die Charaktere müssen stinken wie Sau, die Klamotten bleiben heile. Ja, selbst wenn mit der Axt abgeschnittene Kleidung sind noch heile aus. Wie gesagt, also der Film ist in mehrerer Hinsicht einfach nur scheiße. Entschuldige mal die Fäkalausdruck, aber er fliegt dann wirklich nur scheiße um die Ohren bei diesem Film. Ja, also ich finde, man sollte ihn sich mal angesehen haben, einfach um zu wissen, was Hollywood falsch macht. Ja, wie man einen Fernsehfilm nicht machen sollte. Genau. Aber ansonsten, nee. Also, okay, die Kulissen waren super. Ja, also das Schloss der Klasse, muss man sagen. Die Gegend war auch ganz schön. Auch der Zauberer bis auf die Elfen. Ja, reden wir mal ganz kurz diese lustigen Elfen. Oh, aus Gott. Den Vögeln kamen... Feen daraus. Waren keine Elfen, sondern Feen. Feen. Das ist ein Unterschied. Entschuldigt, ja, Feen. Und Fukushima-Feen. Die Fukushima-Feen, ja, das war eine Mischung aus Arthur und die Minimoys und Gollum. Mhm, sie hatten auch keine Flügel, sie waren einfach nur unheimlich. Die Zahnfeen aus Hellboy 2 waren niedlicher als diese Viecher. Ich fand die Viecher echt gruselig, also ganz ehrlich. Ja, also das ist wie mit... hier die Neuverfilmung von Alice im Wunderland, wo ich auch die Guten total unheimlich fand und die Bösen eigentlich ganz okay. Ja. Die böse Königin sah viel lustiger aus als die Gute. Mhm. Gut, das war's. Also, mehr möchte ich den Film sagen. Ich würde mir wahrscheinlich, um mich zu foltern, nochmal angucken. Aber wir haben noch einen viel, viel schlimmeren Film. Und den habe ich mir nicht gekauft und habe mir jemand in die Hand gedrückt und gesagt, vielleicht gefällt er dir ja, ich habe ihn nicht ausgehalten, ich musste ihn vorher ausmachen. Augenblick, ich hole ihn mal schnell her, dieses wunderbare Film. Der liegt hier nicht, der liegt bei mir. Achso, na gut, das ist einfach so. Wir sagen es gleichzeitig. Mhm. Spring Breakers. Oh mein Gott, ja. FSK 18 übrigens. FSK 18 Film, ich weiß nicht warum.
Ja, es gibt Sexszenen. super, so eigentlich nicht wirkliche. Das habe ich auch schon in FSK 16 Filmen schlimmer gesehen. So, das habe ich in einem Park schon schlimmer gesehen. Entschuldigung. Also ganz ehrlich, ich meine, es gibt Witz, Max, aber ich kenne wirklich Pornos mit Behandlung. Ist es kein Witz? Das, ja, es ist wirklich. Okay, machen wir es wieso. Wir fassen die guten Sachen zusammen. Die Bilder waren ganz okay. Also die teilweise haben sie gute Kameraeinstellungen und so weiter gehabt, schöne Kulisse gehabt. Auch die Bildqualität an sich war die okay. Bildqualität nichts verrauscht, nicht verwackelt, alles gut. Genau, das war in Ordnung. Und James Franco hat seine unglaublich ekelhafte Rolle so konsequent durchgezogen, dass es gepasst, dass es wieder gut wirkte. Ja, also James Franco spielt hier so einen leicht psychedelischen Drogendealer. DJ, alles ja. Gangster namens so Alien. Alien, hm? Mit Silberzähnen und Corklocks und anscheinend Vorliebe für Mädchen, die aussehen, als wären sie noch nicht volljährig. Und diversen Knarren. Und diversen Knarren. Und alle gemeinen Waffen. Genau. Kommen wir mal zu den vier Hauptfiguren. Die vier weiblichen Hauptfiguren. Also ich weiß oh, noch, oh Gott. Selena Gomez. Ist eine von denen. Als christlich angehauchtes Mädchen, das nicht so viel Scheiße im Kopf hat. Mhm. Vanessa Hutchins hieß, glaube ich, die eine noch. Ja, die war auch dabei. Ja, Vanessa Hutchins aus High School Musical ist die. Oh, das sagt vieles. Ja, nicht wahr? Genau. Und noch die, zwei andere. Ja. Die anderen beiden Blondinen. Mhm. Also es gab eine Pinkhaarige, die viel nur auf, weil sie pinke Haare hatte. Und nicht ganz so dieses Phrasendreschen hatte. Die hat ja weniger geredet. Das war eigentlich der Vorteil. Stimmt, und die zwei Klischee-Blondinen, die letzten Endes so 17, 18 Mal den gleichen Satz gesagt haben, jedes Mal. Musste ich übrigens auch nicht Haarfarben, also es waren vier Figuren, dann musste ich auch die Namen nicht merken, dann reicht echt die Haarfarben. Ja. Also schwarz, blond, pink. Ja. Muss man nicht alles mit den Figuren. Genau, also letzten Endes, das waren eigentlich bloß ein paar Mädels, die wollten so ein Spring Break, haben deswegen eine Raststätte überfallen, also zumindest drei von ihnen. Nee, das war eine Tankstelle, glaube ich. Nee, das war eine Raststätte, da saß noch ein bisschen im Restaurant. Ach so, gut, ja, du warst eine Raststätte. Hm? Also irgendwie sowas in der Richtung, mit einem Vorschlaghammer und einer Wasserpistole. Ja, ja. Und einem geklauten Auto, das sie dann am Straßenrand verbrannt haben. Immerhin, das war logisch. Das war die einzig logische Tat. Ich zugetraut. Und die dann dorthin gefahren sind, dann gab es ganz viele nackte Frauen am Strand, Typen, die sie mit Alkohol übergossen haben. Generell so Aufnahmen, die waren, glaube ich, sogar wirklich vom Spring Break des Jahres, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das kann sogar sein, aber ganz ehrlich, das macht es interessant. Ich muss einfach nur mal sagen, Herrgott, wenn ich sowas haben möchte, ziehe ich mir gleich ein Polo ein. Es ist wirklich so, tut mir leid. Ja. Was sollte das? Aber das, sagen wir mal, geht noch okay, weil darum, das sind letztendlich Aufnahmen vom Spring Break, da kann ja. man jetzt mal sagen, das hat dann zumindest noch zum Titel des Films gepasst, nicht wie der Rest. Und wir müssen uns diesen Film echt von der Seele reden, weil er so unheimlich schlecht war. Wirklich? Es ist einfach ein cineastisches Trauma, man kann es nur so nennen. Ja, also wir saßen noch da und wussten nicht, was wir denken sollen. Ich habe noch nie so wenig Handlung in einem Film gesehen. Wirklich gar nicht. Und ich habe schon viel schlechte Filme gesehen. Plan 9 vom Outer Space war logischer. Ja. Übrigens, egal was passiert, auch keine Handlung, keine Aktion, hat auch nur die geringste Konsequenz. Überhaupt nicht. Genau. Und der Bösewicht war letzten Endes ein Schwarzer mit einem Kind, der einmal reingeschossen hat in ein Auto, wodurch einer einen Streifschuss hatte, das war's. Mhm. Das war die einzig böse Aktion von ihm. Ja, also der Konkurrent von Alien und ehemals bester Freund und deswegen schwört er Rache und die Mädels bewaffnen sich, eine haut noch ab, Selena Gomez ist schon abgehauen, als sie dort hing. Und nee, also wirklich, wie war's? Es gab keinerlei Rückstoß in dem Film, also wenn du knapp 20-Jährige, sagen wir mal, die aussieht wie 15 und Arme hat wie eine Dreijährige, eine Winchester nach oben hält und damit feuert, hat die das Ding in der Fresse und keine Zähne mehr. Und eine Schrotflinte. Ja, oder die Schrotflinte, ja, ist auch nicht besser. Ja, ja, oder kleine Maschinenpistolen, die haben alle keinen Rückstoß, also merkt euch das, die haben null Rückstoß. Genau. Und wenn man auch Waffen keine Ahnung hat, ist man auch ein super präziser Schütze. Ja, ganz eindeutig. Mhm. Und die Szenen, wo sie einfach ein bisschen rumgefahren sind, sich ihres Lebens erfreut haben, okay, sollen sie machen. Übrigens, es gab auch noch solche netten Zölle für philosophische Ansätze, die machen das, um sich selbst zu verwirklichen oder um gegen die Prüderie der Gesellschaft zu rebellieren. Das wurde irgendwie auch mal so gesagt. Ja. Aber eigentlich bauen die mir scheiße. Jetzt wissen sie endlich, was Leben ist und was sie vom Leben wollen. Drogen. Drogen, Geld, Sex. Waffen, Sex mit Typen mit Silberzähnen im Pool. Schwarze erschießen, die dabei zusehen, wie sich seine fette Freundinnen regen in der Dusche. Mhm. Das war eigentlich alles. Der war... Also wir haben ja einen anderen Syndrom, wie wir vorhin besprochen, Fresh. In Fresh war alles logisch. In diesem Film war nichts logisch, nichts authentisch, gar nichts. Das einzig Gute war echt James Franco. Ja, als Drogendealer, klasse. Der hatte auch einfach mal trotzdem eine beschissene Rolle.
Ah, die hat er wenigstens so konsequent durchgezogen, dass es okay war. Also wirklich, also der Sturz von Fresh zu Spring, also zu Spring Breakers, der war heftig. Also das ins Verarbeiten. Das haben wir hintereinander gemacht fast. Mehr, ja. Es war au. Wirklich au. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir haben uns dann ein paar Kritiken zu dem Film durchgelesen. Er hatte eine mittelmäßige Bewertung, so 55%. Wie kam er da ran? Haben die alle geschmiert? So. Naja, es gab ja durchaus Leute, wo wir gesehen haben, die haben denen gefallen. Es waren ja User-Bewertungen. Was die Fachpresse gesagt hat, habe ich keine Ahnung. Es gab Leute, die haben das als Kunstfilm bezeichnet. Nein. Ja. Neben Filmen wie Hal der Burg und The Artist, sowas als Kunstfilm zu bezeichnen, ist eine Beleidigung. Mhm. Und ich bin normalerweise nicht sonderlich rassistisch bei Filmen, aber dieser Film war das Letzte. Mhm. Wirklich das Letzte. Ich fand ihn wahrscheinlich sogar schlechter als ein James Cameron-Film. Und das sage ich nicht oft. Das kannst du bestimmt sagen. In der Tat, das sagt er eigentlich nie. Und Leute, die so, oh boah, Selena Gomez, mal in so einer Rolle zu sehen, voll geil. Was für eine Rolle? Sie tauchte da auf, hat zweimal was im Off gesagt, dass sie dort viel Spaß hatte und hatte dann Schiss, weil sie plötzlich unter schwarzen Drogendealern hing und ist nach Hause gefahren. Das war ihre Rolle. Sie war eine Christenspielerin, die keinen Bock auf die Scheiße hatte. Weil sie noch die einzige, die logisch handelt. Die einzige, die logisch handelt. Sie hatte 20 Sätze, wenn es hochkommt. Das ist doch keine Rolle. Das ist ein Nebensatz. Ganz ehrlich. Was geht den Menschen und letzten Endes, die hatten auch keine Klamotten. Ja, es gab die Kleidung. Die liefen mit neonfarbenen Skimasken letzten Endes rum, als bei dem Überfall. James Franco stirbt bei dem Überfall und die Mädels legen eine ganze Gangstertruppe zu zweit auseinander. Die beiden Hohlbrote, die vorne nicht von hinten unterscheiden können. Übrigens kommt auch keiner von diesen erfahrenen Gangstern auf die Idee, mal auf sie zu feuern, beziehungsweise vielleicht mal auf sie zu zielen in Ruhe. Obwohl die einfach so auf einem gut beleuchteten Steg daherkommen, müssen die ausweichen können. Der Boss-Gangster sitzt weiter in seiner Badewanne, weil er die Mega-MPs nicht mitbekommt, die sein Gebäude zerfeuern. Zwischendurch. Ich reg mich sonst nicht so auf, aber heilige Scheiße. Also von mir aus kann es ja mal eine unrealistische Action-Szene sein, aber das, weißt du, in Sucker Punch habe ich das akzeptiert, weil es dann Fantasien von der waren. Ja, das war ja mit Absicht so gewesen. Aber der Film wurde als realistisch bezeichnet. Nein, weit entfernt. Also allein schon... Wie gesagt, authentisch. Allein schon die Schießerei, die echt furchtbar war und eben auch so der Umgang mit den Waffen, der wirklich übel auffällt. Also, ja. Selbst mir? Ich kenne mich damit nicht aus. Also wie gesagt, ich muss einfach erwähnen, der Rückschuss von den Waffen, die teilweise hatten, der würde eben das Schlüsselbein zerlegen, wenn man da keine Ahnung wie was anlegt. Also, und man kann eine MP nicht einfach so ruhig halten, wenn man die Auto voll durchlaufen lässt. Ist nicht drin. Tut mir leid, Leute. Ja. Aber nö, kratzt keinen. Ist völlig egal. Und wirklich, wie gesagt, die User-Kommentare mit den 5-Sterne-Bewertungen. Also es gab welche, die haben es als Trash-Kult bezeichnet. Er hat gesagt, nein, Trash ist gut, aber okay, sollen sie machen. Es gab Leute, die haben es als Kunstfilm wegen der Bilder bezeichnet. Nur wegen der Bilder und der Musik, als extra langes Musikvideo. Mir hat die Musik nicht gefallen, aber es ist einfach nicht meine Musik. Da sage ich, okay, aber es gab wirklich welche, die sagen, bester Film, wo gibt, ey, voll geil, Mann. Ich habe mir voll 3 runtergeholt, obwohl ich eine Frau bin, ey. Entschuldigung, aber das geht nicht. Ja, also ich muss sagen, was wer so redet, spricht für sich ähnlich. Ich kann mich zurecht entschuldigen. Also wie gesagt, wir mussten uns hier gerade von der Seele reden. Das war... Ja, es war echt ein Trauma. Ein Trauma, wirklich. Ich kann es nur so nennen. Grausam. Ja. Einfach grausam. Ich habe diesen Film noch hier. Und ganz ehrlich, Leute, ihr, die mich kennt und ihr wollt euch richtig filmtechnisch abschießen, ich leihe ihn euch aus. Ganz ehrlich, ich leihe ihn euch aus. Guckt ihn euch an und sagt mir dann bitte, dass ich nicht verrückt bin, wenn ich diesen Film scheiße finde. Springberg ist einfach nur kurz. Wie also wenn man sich wirklich auf ein paar viel zu junge Darsteller einen runterholen möchte, dann vielleicht, ja. Aber wie gesagt, das reicht auf dem Cover. Da sehen sie nämlich am besten aus. Stimmt, ja. Aber sonst, was sie uns eigentlich auch sagen möchten, oder es gab ja auch die Idee, der Film ist gesellschaftskritisch, also das fand ich so lachhaft, eigentlich die Behauptung. Weil Gesellschaftskritik oder halt eben auch eine logische Erzählstruktur sucht man hier vergebens. Ja, vollkommen. Auch keine Botschaft, gar nichts. No. Haben sie nicht sogar... Ach nee, das war Unleashing of Chaos 2 mit... Und dann haben wir gelernt, wie wertvoll das Leben ist. Ja, knack. Obwohl, nee, das kam da auch. Ja, den Wert des Lebens lernen die auch irgendwie zu schätzen. Das stimmt, also irgendwie philosophieren die auch über den Wert der Individualität und des menschlichen Lebens, obwohl sie gleich nach und nach Leute umnieten. Aber dabei, ja, es war auch wirr geschnitten. Also es war fast so wirr geschnitten, es war wirrer geschnitten als Pulp Fiction. Ja, es gab auch wirklich also unglaubliche Zeitsprünge in der Erzählstruktur. Also maßen die da, dann hier zwischen diesen Szenen. Es war schwierig, den Film zu folgen. Dann lutscht James Franco einen Schalldämpfer? Ja, genau, also James Franco lutscht einen Schalldämpfer, das ist jetzt auch kein Euphemismus für irgendwas. Nein, er lutscht wirklich einen Schalldämpfer. Den sie sich als Phallus-Symbol vor die Vagina hält. Sehr kranke Szene. Und, nee, also wirklich... Tut mir leid, aber das war nichts. Bitte Studio, entschuldige dich für diesen Film. Es war gar nichts. Nee.
Man kann ihn jetzt also sich auch wirklich nicht schönreden. Ich wüsste nicht, wie man es machen könnte. Ich glaube, unter bestimmten Drogen wirkt der Film wahrscheinlich super. Also vielleicht irgendwie so noch so als Grenzerfahrung, ja, also so wie die ultimative Trip auf LSD vielleicht, ja. Aber das war's. Wirklich, das war's. Gut, Leute, wir haben genug über diesen Film Ja, gesagt. es reicht mir jetzt Und auch über den wirklich. Rest, wir werden wahrscheinlich noch ein, zwei Filme sehen, aber das kommt jetzt nicht mehr hier rein. Heilige Scheiße, also wirklich, wir haben Höhen und Tiefen der Filmwelt durchgemacht diese Woche. Viele. Viele, sehr viele. Ich würde sagen, macht's gut, Leute, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal, euer Semni. Bis dann.